willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich empfange euch heute wieder mit einem Video My Favorites. Ich weiss, ich habe schon länger keins mehr gemacht und darum kommt jetzt wieder eins. Das ist vor allem von meinen Produkten vom Dezember, die ich euch das mal zeigen will. Und wir starten gerade. Ich war recht kauffreudig im Dezember, darum habe ich euch recht viel zu zeigen. Wir fangen mit dem Sportprodukt an. Das erste, was ich euch zeigen will, ist riesig und auch sehr schwer. Es ist der Sack da. Das Teil nennt sich Gymstick Fitness Bag. Ich zeige es euch so nochmal. So, he? Wir haben hier 20 Kilo. Gäbig ist, es hat diese Riemen hier, es hat hier oben noch einen grossen Riemen. Und ich habe es eigentlich einfach nur zu meinem Vergnügen gekauft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe wieder mal etwas Neues gebraucht. Und der hat mir als sehr legitim erschienen. Ja, ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Man kann ihn für fast alles einsetzen. Man kann drauf stehen, man kann sich darauf abstützen, man kann ihn lupfen, man kann auf den Nacken nehmen. Es sind einfach 20 zusätzliche Kilo, die gerade für draussen, für meine Outdoor-Trainings sehr geeignet sind. Das Einzige, was ich mühsam ist, ist, dass er 20 Kilo ist und dass man halt darum überall muss anschleichen und schon schwitzt, wenn man angekommen ist. Dann, als nächstes, haben wir diese Bänder hier. Das sind eigentlich geschlossene Terra-Bänder. Es sind, soweit ich weiss, nicht die Originalen und aufgrund von dem kann ich euch nicht sagen, welche Stärke, welche Farbe hat. Ich weiss aber, dass das Gelbe sicher leicht ist und die anderen sind stärker. Ich habe noch mal mehr gehabt, die einen sind aber bereits schon kaputt, weil mein Tipp an alle da aussen, gebe die Bänder nie an einen Mann, dann verreist es gerade, die haben einfach zu viel Kraft. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich scharf gesehen. Ich hoffe schon. Die Bänder sind genial. Man kann es um die Beine binden, man kann es um die, kann ich sagen, um den Knöchel binden, man kann es für die Arme benutzen, um Schulterübungen machen, Rückenübungen, Füdli, Oberschenkel. Man kann wirklich alles trainieren mit dem. Und das Gäbigste ist, wenn sind wir ehrlich, wir haben 3 Stück von denen. Man kann es zusammenfragen, irgendwo in die Tasche rühren und man kann es immer und überall mitnehmen. Es ist super, um das Training zu steigern, zum strenger zu machen. Also ich finde es einfach nur genial. Dann das nächste. Mein Kleidungsstück. Und zwar kann ich es jetzt offiziell verkünden. Ich bin offiziell von Skechers gesponsert. Ab 2017, 2016 war es so ein bisschen die Bewährungsprobe gsi. Ich habe es geschafft. Also, und jedenfalls habe ich heute auf Weihnachten quasi die Leggings bekommen. Ich sage, ich bin hell begeistert. Ich habe seit etwa einem halben Jahr einen Tick für Altrosa und Rosegold. Und darum kommen mir die Leggings absolut gelegen. Ihr seht, sie sind im Video sieht es zwar fast noch etwas heller aus, habe ich das Gefühl. Sie sind ganz fein bedruckt eigentlich. Ich habe es nicht so gerne, wenn es so voll knallig ist. Und sie haben hier oben, es sind 3/4 Leggings, bei mir wahrscheinlich 7/8, ein bisschen kleiner als andere. Dann haben wir hier oben eine Tasche und ihr seht, sie ist riesig. Also meine ganze Hand passt eigentlich rein. Und sie sind mega angenehmes Material und ich freue mich sehr, die zu tragen. Indoor schon jetzt und Outdoor müssen sie halt noch ein bisschen warten. Dann, das nächste Stück ist Eigenwerbung, aber ich sage, ich bin so ein Fan. Ich finde das, ich mag das so, dass ich Müsli produziere. dass ich in meiner eigenen Produktion lebe. Erstens, das sind die neuen Verpackungen von den zuckerfreien Müsli, die ich herstelle. Es gibt natürlich diverse. Wir sind ein bisschen am Pröbeln. Ich weiss noch nicht, ob das definitiv wird sein, aber das Problem bei den durchsichtigen Säcken war, dass sobald jemand fest geheizt hat, zu Hause, hat er Leim lassen. Und das können wir ja nicht durchgehen lassen. Also haben wir jetzt etwas Neues gesucht. Das, so sieht es momentan aus. Wir haben Golden Body, eben zuckerfrei. Und dann steht da unten auf irgendeine Art und Weise, was es für ein Produkt ist. Oder was für eine Geschmackssorte. Da hinten haben wir noch mit Liebe selbst gemacht und das Datum, wenn ihr es seht, wie lange das haltbar ist. Und
eben, wie gesagt, mein absoluter Favorite momentan ist das Christmas Müsli. Es ist mit Lebkuchengewürz, es ist mit Zimt, Ingwer, einfach alles, was Weihnachten halt so ausmacht. Und ich könnte drin baden. Ich meine es wirklich ernst, ich könnte drin baden. Und ich weiss ganz genau, ich werde das noch bis weit über Weihnachten essen. Ich weiss nicht wieso, dass ich das letztes Jahr nicht so geschnallt habe. Weil ich hatte es ja eigentlich auch schon im Sortiment. Aber ja, ich bin absolut begeistert von diesem Müsli. Und ich sage euch, für all die Süsszähne unter uns, ich tue immer noch ein bisschen Süßstoff rein, weil es ist einfach noch tausendmal besser dann, weil es dann halt gleich ein bisschen süß ist. Gut, dann zum nächsten. Da bin ich wieder. Es sind eigentlich sogar vier Sachen. Es ist etwas Regionales. Es sind Tee. Und zwar sind es Tee aus dem Teehaus in Rapperswil. Jedenfalls, das Teehaus ist in der Altstadt in Rapperswil. Und ich kenne das seit ich denken kann, glaube ich. Mein Vater ist ein absoluter Teeliebhaber. Und aufgrund von dem bin ich mit Tee aufgewachsen. Und ich weiss jetzt noch so gut, wenn er immer in das Teehäuschen ist. Und ich bin heute auch mal wieder. Ich war schon länger nicht mehr, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Und ich war überrascht von all diesen Sorten, die sie hatten. Und ich will euch eigentlich nur ganz schnell zeigen, was ich genommen habe. Sie haben irgendwie, ich weiß doch auch nicht, 50 verschiedene Grüntee und 50 verschiedene Schwarztee. Und es ist, man kann auch viel Zeit verplempern dort drin. Also es ist unglaublich. Als erstes habe ich einen Kaschmiri. Das ist lustig, ich wünsche mir eigentlich schon seit einer Ewigkeit einen Kaschmir-Pullover. Und ich glaube, der Name hat mich einfach so angezogen. nennt sich Kaschmiri, ist ein Schwarztee aus Indien mit Kardamom, Zimt, Sternanis, Orangenblüte, Orangenschale und Zimtaroma. Einfach so ein bisschen ein weihnachtlicher Tee. Super. Dann der zweite ist Sencha Erdbeer Vanille. Ist ein Grüntee aromatisiert. Wo man auch als Eistee machen kann. Ganz frisch. Dann der dritte, der hat mit mir so Früchtezauber, Weihnachtszauber-Tee. Hallo? Ja, ist ja gleich, ist ein Weihnachtstee. Und der vierte nennt sich Pitta, ist eine ayurvedische Gewürzmischung. So. Ich finde es einen herzlichen Text. Süßlich, weich und zart, blumig besänftigen und ausgleichen, um es sich gut gehen zu lassen. Ist doch schön, oder? Ich habe ja alles geschenkt gekauft. Dann haben wir das nächste. Gerade nochmals so ein Superfood. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, zum Acai-Pulver zu kaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einmal in Kanada oder vielleicht zweimal, ich glaube einmal, so einen Acai-Bowl gehabt. Ich muss sagen, ich war nicht hell begeistert. Das sieht immer auf Instagram und auf all diesen sozialen Netzwerken sieht das so genial aus. Die Schalen sind ja ganz dunkelviolett durch das Pulver von diesen Beeren. Und es sieht Hammer aus, aber das Essen hat mich nie umgeblasen. Und darum habe ich es jetzt gekauft, um auszuprobieren, dass ich es nämlich jetzt besser machen kann oder irgendein besseres Rezept herausfinden oder weiss der Gucker was. Das Einzige, was mich ein bisschen schockiert hat an dem, ist, es sind 85 Gramm. Also ihr seht, es ist nicht besonders gross im Vergleich zu meiner Hand. Und das Ding kostet 27 Franken. Also es muss ein Superfood sein und es muss nützen. Weil sonst ist das echt sehr viel Geld. Dann das nächste. Beauty-Ecke. Und zwar, ich bin nicht so der Make-up-Typ und ich kann es vor allem nicht auftragen. Aufgrund von dem hat mir mein Freund lustigerweise empfohlen, eine getönte Tagescreme zu kaufen. Ich habe das gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist von Deutschland. Ich weiss nicht, ob es das in der Schweiz gibt. Sie ist von Balea und sie ist der absolute Hammer. Ich bin wirklich, wirklich begeistert, weil es ist ein sehr günstiges Produkt war im Vergleich zu den anderen. Und sie hat einfach Sie haben mich überzogen. Also, ich sehe, ich will mich von jetzt an vielleicht ein bisschen mehr schminken. Dann, das nächste. Das zeige ich euch, wie es Dezember ist. Und weil es einfach super ist. Das Gemeine ist, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich es her habe. Und zwar ist es die Body Lotion. Ich weiss, ich kenne die Marke. Die Sienne, oder wie sich das ausspricht.
Ding ist, ich weiss nicht mehr, ob es vom Lidl ist oder ob es vom Denner ist. Irgendjemand von euch oder die, die das wollen und dem auch wirklich hinterhergehen, die finden das schnell raus. Ich sage euch, der Duft, boah, ich könnte sterben dafür. Es ist Winter und Weihnacht auf der Haut. Es ist unglaublich, wie gut dass die Bodylotion schmeckt. Wie gesagt, sie ist von letztes Jahr, aber ich bin überzeugt davon, dass man die auch dieses Jahr wieder findet. Darum, ich kann euch die wirklich nicht vorenthalten. Heisst Winter Comfort. He? Unbedingt suchen, wenn ihr gut schmecken wollt. Dann als nächstes etwas, weil ich gar nicht so da reinpasst, aber ich muss es euch einfach zeigen. Für alle Frauen da draussen, ich habe mir wieder mal höhere Schuhe geleistet. Ich muss es euch eben so zeigen. Das, was mich so begeistert an diesem Schuh, ist, er hat eine gute Höhe, er hat einen breiten Absatz, durch das können wir laufen drauf. Und, wenn ihr da wahrscheinlich gesehen, er geht so ein und ich finde, das hat etwas ganz Stylisches. Jetzt, einfach mein Tipp an euch, wieso dass ich euch die Schuhe überhaupt zeige. Für alle, wo höhere Schuhe wollen, die damit laufen können und die so ein bisschen zeitlos sind. Ich habe immer Mühe, ich habe nicht gerne, wenn es so goldige und silbriges Schnickschnack-Zeug dreht. Ich habe gerne schlichte Sachen. Ihr findet die Schuhe im Bershka. Ich habe schon beige von denen, ich habe braun von denen, ich habe schwarz von denen jetzt. Es ist nicht immer genau das gleiche Modell, aber ich sage euch, der Bershka ist der Geheimtipp für absolut geniale, schlichte, höhere Schuhe. Dann etwas von meinem Allerliebsten. Und zwar, ich bin Bischen machen, posten. Und zwar sind wir im Primark gewesen. Ich weiss, das sollte man nicht unterstützen und ich mache das grundsätzlich auch nicht. Wir sind jetzt einmal dort gewesen. Aber die Bischis, ich sage euch, es geht nicht über ein Primark-Bischi. Die sind einfach, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ihr nicht selber so eins habt. Es ist oberflauschig. Ich sage euch, das ist wie, ich kann das nicht beschreiben. Das ist wie wenn man in einem Stofftier gefangen wäre. Ich habe einmal, sie sind natürlich alle zuckersüß. Das Oberteil mit diesen Hosen. Love! Und wir haben einmal Sterne. Ist ja Mode, oder? Mit den gleichen Hosen dazu. Ja, bei mir in der Wohnung ist es nicht so warm, darum kann ich den ganzen Tag in denen umeinander rennen. Und ich liebe es, liebe es, liebe es, liebe es. So, wie gesagt, ich war heute bei Skechers und habe wieder eine Ration Schuhe bekommen. Ich durfte damals auswählen und es sind zwei gekommen, die ich schon, oder sicher ein paar, wo ich schon Ewigkeiten darauf warte. Ja, so ewig ist es nicht, aber ich warte sehnlichst auf die Schuhe und sie sind endlich gekommen. Es sind die, sie sind bordeaux-rot. Es ist ein Alltagsschuh, absolut. Es ist nicht einer zum Sport machen. Und ich sehe, wir haben Bordeaux-Rot gemischt mit Gold. Ich muss zwar ehrlich gesagt sagen, ich glaube, es ist sogar Rosegold. Es sieht für mich jetzt in diesem Licht aus wie Rosegold. Und sind wir ehrlich, wie cool ist er? Hä? Hey, nein. Ich bin wirklich, ich bin hell begeistert. Und ich sage euch, es wird mein neuer Lieblingsschuh. Dann der nächste ist einer, den ich mir glaub, eher so ein bisschen auf den Frühling-Sommer aufbewahre, weil er ist recht hell. Aussieht oder so, wir sehen, wir haben eine recht robuste Sohle. Ich weiss noch nicht genau, für was dass ich ihn nehme. Ich habe gesagt, für mich ist er wie so ein Tracking-Schuh, habe ich das Gefühl. Einfach so, mein erstes Gefühl sagt mir das. Ich habe das Gefühl, die Sohle ist zu hart für Workouts von außen, aber ich müsste es absolut zuerst mal ausprobieren. Es ist einfach so mein erster Eindruck. Ich finde es auch schön mit dem Mintgrün. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ein bisschen grösser wirke durch die Festsohle. Was ja nicht schlecht wäre. Dann der dritte. Entschuldigung. Und letzte Schuhe. Das war eine absolute Überraschung und ich bin so Feuer und Flamme für diesen Schuh. Und zwar, er sieht so aus. Er ist schwarz, ich habe sehr, sehr gerne schwarze Schuhe. Und gemischt mit Rosegold. Hey, nein, komm,
Sind ehrlich, besser geht es nicht. Also für mich geht es nicht. Ich muss ein bisschen näher heranrutschen. Ich muss euch jetzt das zeigen. Und zwar, schau mal. Er ist so Laura. Ich schwöre, er ist so Laura. Er glitzert hinten. Ich würde ihn die ganze Weihnachten tragen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Schuhbänder glitzern und er ist rosegold. Oh, ich hoffe, ihr seht das. Er ist so hübsch. Er ist so hübsch. Und es ist schwarz. Ich habe das Gefühl, es scheint ein bisschen braun, aber er ist... Ah nein, er ist Anthrazit. Er ist Anthrazit, er ist nicht schwarz, er ist Anthrazit. Und ich mag ihn. Ich habe mich nicht mehr erinnern, dass ich den bestellt habe. Und ich bin... hell begeistert. Viele wissen, ich habe immer den weißen Schuh an und ich bin endlich froh, dass ich mal doch eine Farbe anlegen kann, die vielleicht ein bisschen eher der Jahreszeit entspricht. Ich habe jetzt den Bordeaux-Rot, ich habe den Anthrazit-Farbe und ich bin mega, mega happy. So, also, das war es. Ich hoffe, es hat euch etwas genützt. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ich tue euch die Sachen, die ich kann, verlinken, hier unten in den Kommentaren, falls ihr die auch nachkaufen wollt. Und ich wünsche euch von Herzen ganz schöne Weihnachten. Habt euch Sorge. Danke vielmals, dass ihr immer wieder auf diesem Kanal vorbeischaut. Schaut, was ich so mache, was ich bringe, was ich zu erzählen habe, ob es wichtig oder unwichtig ist. Und ich wünsche euch nur das allerbeste fürs neue Jahr. Ich weiss nicht, ob noch mal ein Video wird folgen. Wenn nicht, wie gesagt, geniesst die Zeit, geniesst das Essen, geniesst die Gesellschaft von euren Liebsten um euch herum, geniesst die Ruhe und lasst es euch auch mal gut gehen, lasst die Seele bambeln und lehnt euch ein bisschen zurücklehnen. Wir müssen nicht immer auf den Sack sein. Also, danke vielmals für alles und bis bald. Tschüss!